Am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, wurden 114 Rekruten in Wiesen feierlich angelobt. Zur Angelobung war in Vertretung des Landeshauptmannes Frau Landtagspräsidentin Verena Dunst, Bürgermeister Matthias Weghofer, Landesfeuerwehrkommandant Ingenieur Franz Kropf und weitere Ehren- und Festgäste anwesend. Die Grundverdiener des Einrückungstermins Oktober 2022 haben die Basisausbildung Kern, in der die grundlegenden Fertigkeiten des soldatischen Wesens erlernt werden, bei der 1. Jägerkompanie des Militärkommandos Burgenland in Eisenstadt abgeschlossen. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Angelobung durch die Militärmusik Burgenland unter der Leitung von Oberst Hans Mirtl. Aber ganz besonders Sie, Soldaten des Einrückungstermins Oktober 2022. Ich möchte Sie alle recht herzlich hier zur feierlichen Angelobung in Wiesen begrüßen. Ich bin Major Robert Kulterer und ich habe die schöne Aufgabe, Sie heute hier durch diesen militärischen Festakt zu begleiten. Es werden heute 112 Rekruten des Einrückungstermins Oktober der 1. Jägerkompanie angelobt. Als zivile Höchstanwesende dürfen wir unter den Ehrengästen die Frau Landtagspräsidentin Verena Dunst begrüßen. Der militärisch Höchstanwesende ist der stellvertretende Militärkommandant des Burgenlandes, Oberst Raimund Wranner. Neben den Ehrenformationen und dem Feldzeichen des Militärkommandos Burgenland, dem Ehrenzug der Stabskompanie des Militärkommandos Burgenland, bedanke ich mich für die Ehrenbezeugung durch die Abordnungen des Österreichischen Kameradschaftsbunds Landesvereinstelle Burgenland mit der Landesfahne sowie mit dem Feldzeichen aus St. Margarethen. Seien Sie alle herzlich willkommen. Ehrenzug, Wissen! Ja. Zur Übernahme des Feldzeichens. Das Ganze rechts. Schuss! Thank you.
Ganze. Auf, auf. Ehrenzug. Gewehr, auf. Das Ganze. Parade, rot. Den Oberstleutnant Unger meldet die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland. Den Ehrenzug gestellt durch die Stabskompanie des Militärkommandos Burgenland. Insignientrupp Militärkommando Burgenland, Abordnung Kameradschaftsbund und 112 anzulobende Rekruten angetreten. Herr Oberstleutnant, ich danke für die Meldung und bitte Sie, mit dem Festtag weiter fortzufahren. Jawohl, weiter fortfahren. Abschreiten der Front und der Flaggenparade erfolgt nun die Begrüßung durch den Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesen,
Matthias Weghofer. Danach leitet die Festmusik von Richard Wagner zu den Worten der Geistlichkeit von Militärdekan Alexander Wessely und Militärlektorin Gerda Haffer-Hochreiner. Herr Bürgermeister. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, Herr Abgeordneter zum Europäischen Parlament, sehr geehrter Herr Militärkommandant, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jungmänner, als Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesen ist es für mich eine große Ehre, bei der feierlichen Angelobung von 114 Grundwehrdienern die Begrüßung vornehmen zu dürfen. Eine ganz besondere Freude ist es mir, die Angehörigen der anzugelobten Grundwehrdiener, die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Wiesen und die Gäste aus den Nachbargemeinden zu begrüßen. Ich begrüße herzlich auch die anwesenden Medien. Im Mittelpunkt meiner Begrüßung stehen jedoch die 114 Rekruten, zu deren feierlichen Angelobung wir uns hier alle versammelt haben. Sie sind der Fokus des feierlichen Festaktes, denn Sie legen heute das Treugelöbnis auf die Republik Österreich ab. Ich gratuliere daher allen Grundwehrdienern zu ihrer Angelobung, vor allem jenen 6 Wiesener Jungmännern, die heute in ihrer Heimatgemeinde feierlich angelobt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, die Marktgemeinde Wiesen feierte im Vorjahr das Jubiläum 675 Jahre Wiesen und hat heuer 25 Jahre Marktgemeinde Wiesen gefeiert. Österreichweit bekannt ist ja Wiesen, vor allem bei den Jugendlichen, von den Musikveranstaltungen her. In den Sommermonaten kommen tausende Jugendliche, aber auch Erwachsene zu den Festivals. Aber auch für unsere süßen Ananas-Erdbeeren ist Wiesen österreichweit bekannt. Ich bin überzeugt, dass sich die Jungmänner, die heute den Treueeid auf unser Heimatland Österreich leisten, bei uns wohlfühlen und diese feierlichen Stunden in der Marktgemeinde Wiesen in angenehmer Erinnerung bleiben. Ich danke den Militärkommandanten Brigadier Magister Gernot Grasser und seinen Stellvertreter Oberst Raimund Marana, dass sie für die Angelobung in der Marktgemeinde Wiesen ihre Zustimmung gegeben haben. Ich danke den Kapellmeister der burgenländischen Militärmusik Oberst Hans Wirtl und den Angehörigen der Militärmusik für die festliche musikalische Umrahmung des Festaktes. Ein herzliches Dankeschön auch an Oberst Günter Leitner für die vorbildliche Organisation hier. Und in diesem Sinne darf ich nochmals in der Marktgemeinde Wiesen Sie herzlich willkommen heißen. Ich wünsche der feierlichen Angelobung einen guten Verlauf, den anzugelobten Grundwehrdienern viel Freude bei ihrem künftigen Dienst an Österreich und seinen Mitmenschen. Möge es den Jugendlichen gelingen, gerade in der heutigen turbulenten Zeit ihren Beitrag zu einer friedlichen Zusammenlebung der Menschen in dieser Welt leisten zu können. Dankeschön. Thank you.
geschätzte Ehren- und Festgäste, liebe Angehörige, sehr geehrte Soldatinnen und Soldaten und vor allem liebe anzugelobende Rekruten. Nach Abschluss der Ausbildung werden viele von Ihnen ihren Dienst auch an der Grenze unseres Landes im Assistenzeinsatz antreten. Das ist Ihr verantwortungsvoller und unverzichtbarer Beitrag im Dienst für unsere Republik Österreich. Danke. Dort an der Grenze müssen Sie vielleicht Ihre Komfortzone verlassen. Regen, Wind, Dunkelheit in der Nacht. Hilfsmittel werden gefragt sein, zum Beispiel Nachtsichtgeräte. Wenn Sie dort durchschauen, können Sie trotz der Dunkelheit ganz klar sehen. Sträucher, Bäume, Schilf, Tiere und Menschen. Als Seelsorgerin möchte ich Sie aber auf unser aller geistliches Nachtsichtgerät hinweisen, die Bibel. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir mit der Zeit manche Dinge unseres Lebens viel klarer. Auch die dunklen und verworrenen Dinge unseres Lebens. Und wir sehen in mancher Dunkelheit plötzlich die nächsten gangbaren Schritte unseres Lebens ganz klar vor uns. Der berühmte biblische König David bringt es auf den Punkt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Soldatinnen und Soldaten, wenn Sie in der Nacht da draußen sind, an der Staatsgrenze, schauen Sie durchs Nachtsichtgerät und erfüllen Sie Ihren Auftrag. Schauen Sie aber doch auch in die Bibel, unser geistliches Nachtsichtgerät. Und Ihr Dienst wird hell werden, so wie Ihr ganzes Leben mit Gott. Geschätzte Ehren- und Festgäste, geschätzte Kameradinnen und Kameraden aller Dienstgrade und Funktionen, vor allem aber liebe Anzugelobende, wir haben vom Nachtsichtgerät gehört, das hätten wir auch das letzte Mal bei unserem Unterricht in Blumau gebraucht. Die Hälfte von euch hat mich ja nur gehört beim Unterricht, so düster war es, aber dennoch war es mir wichtig, zu euch zu kommen. Es ist mein Auftrag und es ist mir Ehre und Pflicht, euch zu begleiten auf den ganzen Grundwehrdienst, nicht nur bei den Unterrichten, wie es uns vorgeschrieben ist, sondern auch in weiterer Folge im Einsatz. Wir alle müssen unseren Auftrag erfüllen und man könnte jetzt salopp sagen, dafür werden wir schließlich auch bezahlt. Ihr sehr gering, wir schon etwas höher. Aber es ist unsere Pflicht. Ein Arzt, ein Mediziner stirbt und kommt in den Himmel. Er geht hoffnungsvoll auf das Himmelstor zu. Der Petrus sagt, halt, 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 Sie sind doch Arzt, Sie sind Mediziner. Sagt er, ja, warum? Sagt der liebe Petrus zu ihm, der Lieferanteneingang ist hinten. Haha, könnten Sie jetzt sagen, sehr lustig, aber diesen letzten Weg werden wir einmal alle gehen müssen. Manche müssen ihn auf dieser Welt aber früher gehen, weil es noch immer und auch in greifbarer Nähe schon wieder Kriege gibt. Und wir haben uns im Unterricht darüber unterhalten. Diesen letzten Weg müssen wir alle antreten. Und ich hoffe nicht, dass wir ihn in einer Kriegssituation antreten müssen. Möge das der liebe Gott und das Hirn der uns zu Regierenden verhindern. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, wer seinen Dienst für den Frieden in der Welt einsetzt als Soldatin und Soldat, der kann diesen Dienst getrost als Gottesdienst verstehen, egal wie er Gott nennt, sucht und verehrt. Und so wenig wie ihr alleine an der Grenze stehen werdet, ihr habt doch keinen einzigen Ausbildungsschritt alleine getätigt, sondern immer in Kameradschaft, so seid ihr in eine tolle Kameradschaft eingebettet. In einer Kameradschaft des Militärkommandos und darüber hinaus im österreichischen Bundesheer, ihr seid tief in der Bevölkerung verwurzelt. Jeder mit seinen Fähigkeiten, die ihn Gott geschenkt hat. Und auch heute haben wir einige, die ja besondere Dienste zum ersten Mal übernehmen, der Herr Leutnant zum ersten Mal als Fahnenoffizier.
der Wachtmeister zum ersten Mal als Fahnenträger. Viele der Kameraden der Militärmusik bei ihrer ersten großen Ausrückung, bei der Angelobung und beim Zapfenstreich und einige beim letzten Mal bei einem Ehrenzug, euch zu ehren. Wir sind eine tolle Gemeinschaft, wir sind eine tolle Kameradschaft, die sich aufeinander verlassen kann, weil jeder von uns einen Auftrag zu erfüllen hat. Ich möchte noch etwas Chora Publikum und außerhalb des Protokolls sagen. Ich habe heute in die Pfarre Oberberg einen Brief bekommen, der am 17. Oktober 2022 unterzeichnet wurde, von niemand Geringeren als von Victoria Reggie Kennedy, der Botschafterin der Vereinigten Staaten in Österreich. Und sie hat sich bei den Kameraden der Militärmusik bedankt für ihren Einsatz und euch gelobt. Euch ein herzliches Danke und vergelt's Gott für euren Einsatz und euch allen, die ihr heute angelobt werdet, ein Danke und vergelt's Gott für euren Einsatz. Er ist nicht selbstverständlich, aber er ist möglich. Und gemeinsam können wir viel bewegen in dieser Welt, dass wir nicht vor unserer Zeit abtreten müssen. Amen. Schönen Klänge des 76er Regimentsmarsch durchgespielt durch die Militärmusik Burgenland leiten nun über zu den Worten des stellvertretenden Militärkommandanten Oberst Raimund Wraner und im Anschluss an die zivile Höchstanwesende Frau Landtagspräsidentin Verena Dunst. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Herr Abgeordneter zum Europäischen Parlament, sehr geehrte Fest- und Ehrengäste, sehr geehrter Herr Bürgermeister von Wiesen, sehr geehrte Vertreter der Einsatz- und Blaulichtorganisationen, Unteroffiziere und Offiziere des Befehlsbereiches 1, geschätzte Eltern, aber insbesondere Rekruten des Einrückungstermines Oktober 2022. Vor genau 40 Jahren bin ich an Ihrer Stelle gestanden, habe an meiner feierlichen Angelobung teilgenommen. Ich kann mich heute noch, obwohl es schon einige Jahre her ist,
an diesen Tag erinnern. Ich hoffe, bei Ihnen wird es ähnlich bleiben. Ich kann mich noch erinnern, daran gedacht zu haben, hoffentlich wird die Rede nicht zu lange werden. Ich kann Ihnen aber nicht ersparen, einige Dinge hier anzusprechen und zu thematisieren. Ich möchte mich zu Beginn beim Bürgermeister der Gemeinde Wiesn recht herzlich bedanken. Die Aufnahme hier in der Gemeinde war sehr herzlich und ist sehr herzlich. Und es ist für uns ein starkes Zeichen der engen Verbundenheit zwischen dem österreichischen Bundesheer und der Bevölkerung des Landes. Zusätzlich haben wir 6 Rekruten aus der Gemeinde Wiesn hier in den angetretenen Reihen stehen. Für die ist es ein sogenanntes Heimspiel, in der eigenen Gemeinde angelobt zu werden. Das Kontingent ist am 3. Oktober zur 1. Jägerkompanie des Militärkommandos Burgenland in die Martin-Kaserne eingerückt. Für Sie alle bedeutet das eine massive Umstellung vom zivilen Umfeld in das militärische Leben. Wir haben in Burgenland den Vorteil, mit der 1. Jägerkompanie die Masse der Stellungspflichtigen des Burgenlandes auch im Bundesland ausbilden zu können. Dies passiert an den 3 Standorten Eisenstadt, Güssing und Burgneudorf. Der Großteil von Ihnen verbleibt auch für die Dauer des Grundwehrdienstes im Bereich des Standortes. Nur 2 von Ihnen werden zum Rettungssanitäter ausgebildet und werden die restliche Zeit des Grundwehrdienstes in der Auslandseinsatzbasis in Götzendorf dienstverwendet werden. Die ersten 4 Wochen sind geprägt von soldatischen Grundfertigkeiten. Ab der nächsten Woche steigen Sie ein in die Ausbildung der Waffengattung. Mit Masse ist das bei Ihnen die Vermittlung infanteristischer Aufgaben in Vorbereitung auf den geplanten Assistenzeinsatz im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz im 1. Quartal 2023. Sie werden im Bereich der 2. Assistenzkompanie zum Einsatz kommen und decken die Bezirke Eisenstadt-Umgebung, Mattersdorf, Mattersburg und Oberbullendorf ab. Sie werden die Methoden der Personen- und Fahrzeugkontrolle sowie das Verhalten als Beobachtungsposten und Streifen erlernen. Sie leisten hierbei einen wesentlichen Beitrag unter dem Motto Schützen und Helfen zum Schutz unserer Landesgrenzen. Am Ende der Basisausbildung ist der Zeitpunkt der Angelobung erreicht. Nach der Beschränkung der Covid-Zeit können wir wieder zum 2. Mal diese Angelobung im feierlichen Rahmen in der Öffentlichkeit durchführen. Die feierliche Angelobung ist die bewusste und demonstrative Übernahme von Verantwortung durch den jungen Rekruten gegenüber der Gemeinschaft der Staatsbürger und somit auch durchaus vergleichbar mit der Angelobung anderer Verantwortungsträger im Staat. Ich denke dabei an die Angelobung der Bürgermeister bis hin zur Angelobung des Herrn Bundespräsidenten. Das ist ein entsprechender Stellenwert, der auch Ihnen mit dieser Angelobung zuteil wird. In wenigen Minuten legen Sie das Treuegelöbnis ab. Mit den Worten der Angelobungsformel: Mein Vaterland, die Republik Österreich und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Demonstrieren Sie eine besondere Verbundenheit zu Ihrer Heimat. Sie verpflichten sich weiters in der Treuegelöbnisformel, mit allen Ihren Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen. Die Wahrscheinlichkeit einer herkömmlichen Auseinandersetzung bewaffnet hier in Österreich selbst ist Gott sei Dank noch gering. Der Krieg in der Ukraine hat aber sehr viele wachgerüttelt. Es hat ein Umdenken in der politischen Verantwortungsträger betreffend der finanziellen Ausstattung des österreichischen Bundesheeres gegeben. Innerhalb der nächsten 4 Jahre erwarten wir einen Zulauf von 16 Milliarden Euro. Wir erreichen damit ein Bruttoinlandsprodukt von 1,5% und befinden uns damit erstmals nicht mehr bei den Schlusslichtern im Bereich der Internationalität, sondern im guten Mittelfeld. Sie selbst werden davon auch profitieren. Mit Jahresbeginn 2023 wird das Taggeld für die Rekruten von bisher 360 auf 500 Euro erhöht werden. Ich kann Ihnen versichern, das Geld ist redlich verdient, vor allem im Hinblick auf die zukünftigen Aufgabenbereiche. Aktuell stehen sehr viele Aufgaben im Landesinneren zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit heran. Wir haben derzeit ca. 750 Soldaten permanent im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz im Burgenland. Das Ziel und der Zweck ist die Bekämpfung der illegalen Migration und der Schleppertätigkeit. Die Personalaufbringung, das zu stemmen, ist eine große Herausforderung für das gesamte österreichische Bundesheer. Gemeinsam mit der Polizei leisten Sie einen wesentlichen Beitrag
für die Sicherheit im Burgenland im Rahmen dieses Grenzschutzes. Jeder Einzelne von Ihnen leistet einen Beitrag in seiner Funktion zum Erfolg des Gesamtsystems. Ohne entsprechende Mitwirkung jedes Einzelnen im Team des österreichischen Bundesheeres ist die Auftragserfüllung an der Grenze bzw. auch aller sonstigen Einsatzaufgaben gar nicht möglich. Sie leisten im Rahmen Ihres Präsenzdienstes eine wichtige Rolle. Die Wehrpflicht ist ein Eckpfeiler der militärischen Landesverteidigung. Ohne sie würde es nicht funktionieren. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Rekruten des Einrückungstermines Oktober 22. Sie sind mit Ihrer Entscheidung zum Präsenzdienst nicht den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Sie nehmen Mühen und Belastungen bewusst in Kauf. In der Angenommensformel zu dienen, das ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Im Burgenland selbst gibt es eine hohe Bereitschaft zur Ableistung des Grundwehrdienstes. Wir sind hier bundesweit an zweiter Stelle. Mit 63% der Wehrpflichtigen, die zum Präsenzdienst einrücken, sind wir weit vor dem bundesweiten Trend von 53%. Ich möchte zu unseren Aufgaben überleiten. Als Aufgabe für die Ausbilder verstehe ich, Ihnen eine sinnvolle Wehrdienstzeit zu bieten, erwachsenengerechte Vermittlung der Ausbildungsinhalte zu gewährleisten und Sie gut vorzubereiten auf die bevorstehenden Aufgaben. Ich möchte mich auch in diesem Rahmen bei den Trägern der Ausbildung, den Gruppen, dem Zugskommandanten und dem Kompaniekommandanten recht herzlich bedanken. Ihre Aufgabe, Rekruten des Einrückungstermines, wird es sein, Ihre persönlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen des Dienstes einzubringen. Zeigen Sie Engagement und Leistungsbereitschaft. Gehen Sie respektvoll innerhalb Ihrer Gemeinschaft mit den Kameraden um. Abschließend darf ich Ihnen für die verbleibende Dienstzeit viel Erfolg und Freude wünschen. Vor allem aber bleiben Sie gesund. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich. Herr Oberst, ich danke für Ihre Worte und ich darf nun die Frau Landtagspräsidentin um Ihre ersuchen. Danke. Sehr geehrter Herr stellvertretender Militärkommandant an der Spitze aller militärischen Angehörigen, sehr geehrter Herr Urabgeordneter, Herr Bürgermeister, vor allem aber liebe Rekruten, liebe Anzugelobende, begrüße auch die Militärmusik. Vielen Dank für Ihre Begleitung. Begrüße auch den Kameradschaftsbund. Begrüße den Vertreter aller Blaulichtorganisationen. Aber vor allem natürlich auch die Angehörigen, Freunde, Freundinnen, Familie, die Sie heute ganz besonders stolz sind von den Rekruten, die heute angelobt werden. Meine Damen und Herren, ja, es ist ein besonderer Tag. Einen Tag nach dem Nationalfeiertag, gestern, der wieder gezeigt hat, wie wichtig und wertvoll, und ich glaube, das ist uns allen eine Angelegenheit, die sehr wichtig ist. Neutral, in einem stabilen Land, mit Demokratie, mit Sicherheit und vor allem auch mit der Sicherheit für uns alle in der zivilen Bevölkerung. Und damit darf ich besonders die Bevölkerung von Wiesen, aber natürlich auch die Bevölkerung, die sie alle aus den umliegenden Dörfern gekommen sind, unsere Gäste, der Rekruten, die auch aus anderen Bundesländern kommen. Wir haben Glück. Wir haben Glück, dass wir in Österreich leben dürfen. Und das möchte ich heute schon besonders betonen. Dass wir in Österreich leben können und nicht vielleicht 500-600 Kilometer, das ist Vorarlberg, ist weiter. In anderen Ländern, wo es Menschen schlecht geht. Ja, und ich habe heute, verzeihen Sie übrigens meine Stimmqualität, ich habe heute beispielsweise einen halben Tag damit verbracht, für Menschen zu schauen, die gerade in diesen Ländern leben, denen es nicht so gut geht, Spenden zu organisieren. Ja, und auch uns geht es in Österreich zum ersten Mal, Gott sei Dank, in Neutralität und Frieden. Aber nicht so gut, weil Menschen Angst haben.
Wie wird der Winter, wie werden die Energiepreise? Das haben wir noch nie erlebt in den letzten Jahrzehnten. Und umso mehr und umso herzlicher bedanke ich mich auch bei der Hohen Geistlichkeit für die Worte, für die Begleitung. Ja, Menschen haben auch in Österreich eine wirtschaftliche Sorge und wie froh sind wir, dass wir zumindest keine Sorge haben müssen, dass bei uns Unruhen, dass bei uns andere Meinungen nicht akzeptiert werden und dass wir eben in einer Demokratie im Staat Österreich leben können. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, mich wie immer bei solchen Gelegenheiten, und ich hatte diese Gelegenheit vor kurzem bei der Angelobung, die ich mitunter auch vornehmen durfte in Markt St. Martin, mich zu bedanken. Und ich möchte auch heute diese Gelegenheit nutzen. Ich bin wirklich höchstes und ich denke, ich darf Sie auch mitnehmen im Dankeschön an das Militär, das Militär österreichweit und alle Angehörigen, aber vor allem auch an das Militär im Burgenland. Vielen herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, unterstützen Sie mein Danke an die Rekruten, an die Militärangehörigen mit einem großen Applaus. Wir sind Ihnen Dank verpflichtet für die Sicherheit. Vielen herzlichen Dank. Liebe Rekruten, heute geht es um Sie. Sie stehen heute im Mittelpunkt. Sie haben sich für einen Weg entschieden, wo Sie für uns Menschen als Sicherheitsdienstleister funktionieren. In Österreich, im Burgenland mit unserer langen 400 Kilometer Außengrenze. Ja, und der Herr stellvertretende Militärkommandant hat vorher auch das Thema der täglichen Grenzüberschreitung durch Flüchtlinge erwähnt. Ja, und ich möchte auch das erwähnen. Keine einfache Zeit, wo die Polizei, und auch hier herzlichen Dank an die Polizei, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Burgenland speziell, aber auch an Sie und an das Militär, die an 400 Kilometer Außengrenzen, und viele von Ihnen, habe ich gelesen, werden dort Dienst machen. Danke, dass Sie das tun. Danke, dass Sie uns die Möglichkeit geben, dass wir wissen, Sie schauen auf die Sicherheit im Burgenland. Viele von Ihnen seitens der Militärangehörigen, ich habe gelesen, in 15 verschiedenen Nationen Dienst machen seitens des Bundesheeres Österreich. Dienst machen in anderen Ländern, wo es auch Unruheherde gibt, wo es keinen Frieden gibt. Und das lesen wir und hören wir täglich. Ich möchte schon zum Abschluss kommen. Danke Ihnen, danke Ihren Angehörigen. Wünsche Ihnen viel Soldatenglück in Ihren Monaten beim Bundesheer. Ich weiß, dass Sie anders vom Bundesheer weggehen werden, als Sie jetzt vor einem Monat Ihre ersten Tage verbracht haben. Es verändert. Und ich bin sicher, dass Sie vor allem aber auch eines im Sinn haben, zu dienen. Und auch diese Worte möchte ich gerne wiederholen. Zu dienen, wie wir alle gegenseitig zu unterstützen haben, uns in solchen Zeiten zu unterstützen haben. Vielen Dank an die Gemeinde hier in Wiesen. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute da sind. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, es lebe das Bundesland Burgenland. Es lebe die Republik Österreich. Und es lebe das österreichische Bundesheer. Mit einem ganz klaren Glück auf, viel Soldatenglück. Danke, Frau Landtagspräsidentin. Wir kommen nun zum Höhepunkt der Veranstaltung. Der nächste festliche Auftakt von Hans Schadenbauer leitet nun zum Höhepunkt des Festaktes der Angelobung der Rekruten über. Thank you.
Feldzeichen, vortreten. Eingeteilte Rekruten, ausgerichtet! Meine sehr geehrten Damen, es folgt nun die Landeshymne und ich ersuche Sie, gleich stehen zu bleiben. Das Ganze. Parade! Schuss. Das Ganze. Ab, ab! Ehre zu! Präsentiert! Zur Landeshymne. Das Ganze rechts. Schuss. Besonders die Eltern. Die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland unter der Leitung von Kapellmeister Hans Mierdl wird jetzt zwei Musikstücke spielen. Während der beiden Stücke haben Sie die Möglichkeit, geschätzte Angehörige der Rekruten, Ihre Soldaten von der Nähe zu fotografieren. Dazu wird der Kommandant der ausgerückten Truppe öffnen lassen, um die Abstände zu vergrößern. Ich ersuche Sie nach den beiden Musikstücken wieder Ihre Plätze einzunehmen, damit wir mit dem Festakt fortsetzen können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können vortreten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun zum musikalischen Höhepunkt der heutigen Veranstaltung. Es wird sich die Truppe nun zum großen österreichischen Zapfenstreich umgruppieren. Die Umgruppierung der Militärmusik ist abgeschlossen. Gestatten Sie mir bitte noch eine Anmerkung. Wir bitten Sie, während des Zapfenstreiches nicht zu applaudieren, da es sich um ein zusammenhängendes Musikstück handelt. Umso mehr freuen sich unsere Musiker natürlich bei Gefallen, nach dem Zapfenstreich umso mehr zu applaudieren.
Thank you.